So, dann herzlich willkommen zur Abendsendung. Es ist 22:45 Uhr und somit nachbörslich. Blicken wir zunächst einmal auf die asiatischen Märkte. Da hat der Hang Seng Index sich hier jetzt mit einem Doji an dem Unterstützungsbereich heute verabschiedet. Also kann morgen direkt die Aufwärtsbewegung fortgesetzt werden. Würde auch so passen, erste Bewegung, Korrekturbewegung, Erholung, kein neues Hoch, Tief, passt soweit. Kauflimit hier ist ja noch aktiv und das Verkaufslimit wurde ja wegen 30 Punkten nicht getroffen. Beim Nikkei sieht jetzt die Sache ein bisschen anders aus. Der kam dann hier unten rein, wer das Limit noch drin hatte, ist ausgeführt worden. Wenn man hier auf die Indikation umschaltet, ich jetzt hier eine Deutsche Bank, ja, sieht man hier sehr schön den Bereich abgeklappert und auch mit einer Hammer oder ja, Doji ist es ja nicht, eine Hammerkerze hier vorhanden. Morgen soll es dann nach oben ziehen, deswegen darauf achten. Das ist auch wichtig, dann eben, was der DAX dann macht. Aber hier sieht es, weil die US-Märkte auf Tageshoch geschlossen haben, sieht es hier recht gut aus, dass es dann am Mond, also dass der Nikkei sich erholen kann und dass der DAX dann erstmal auch wieder ein Stück steigen kann. Hier WTI Öl. Der graue Pfeil war nicht direkt aktiv, genauso wenig wie der blaue, weil hier keine Umkehrkerze stattfand. Die kam hier, wurde aber darauf Wert gelegt, dass die bestätigt worden ist oder bestätigt wird. Die war keine Bestätigung. Heute habe ich es etwa wegen den Zahlen auch vernachlässigt. Das ist aber jetzt hier eine schöne Kerzenformation. Es wurde hier ein minimal tieferes Tief ausgebildet, nicht verkauft und dann auf Tageshoch geschlossen. Da dürfte morgen, wenn da ein Rücklauf stattfindet, in unteren Zeit eben eine Long-Position in Betracht kommen. Beim Forex an sich waren hier ja zwei Setups erstmal sehr positiv verlaufen. Einmal hier Pfund gegen US-Dollar, war hier morgen noch ein Rücklauf denkbar. Da sollte es weiter nach oben gehen, der kam. Der Ausbruch war auch hier auf 4 Stunden oder auf Tage. Stundenbasis genauso erfolgt mit der Kerze. Zwar ist noch nicht das Kursziel erreicht worden. Der harte Stopp liegt hier oben. Wenn es hier schon einen Stundenschlusskurs gibt unter der Vorsicht Long Marke, ist auch Vorsicht angebracht. Deswegen Vorsicht, aber der Stopp liegt hier unten noch. Was vollkommen sofort wie gewünscht lief, war australischer Dollar, neuseeländischer Dollar. Kam in den Kaufbereich rein. Kam hier direkt an den EMA 200, prallte dort ab. Aber wie man hier sieht, komplett egal nach welcher Methodik man hier vorgeht, ist es einfach der Aufwärtstrend geblieben durch die Kerze und hat dann halt ein neues Hoch gemacht. Deswegen manchmal ist es auch besser, Teilposition weiter nach oben zu ziehen, nur den Stopp sozusagen nachzuziehen und Gewinne laufen zu lassen, andernfalls eben sofort auszusteigen. Wie auch bei den Einstiegen, sagt mir meine Erfahrung, ohne dass ich das jetzt komplett in Statistiken belegen könnte. Einstiege finden, eben auch Zwischeneinstiege suchen, ideal und auch Gewinne mit Teilgewinnsicherungen arbeiten, also Gewinne mal auflösen, wieder unten einsteigen und so weiter. Also nur mit einer knallharten Position ein- und aussteigen, finde ich persönlich immer sehr schwierig. Aber das ist jetzt nur meine Einschätzung und meine, ja, 15- bis 18-jährige Trader-Karriere sagt mir das. Zum DAX-Ausblick gab es heute ja nicht ganz ein komplett präferiertes Setup. Wo fange ich denn an? Erstmal hier im Wochenchart konnte hier, also oder wird das Level höchstwahrscheinlich jetzt
erstmal oder ist verteidigt worden. Da liegen auch dann der EMA und der SMA 200. Der wurde heute angelaufen und hier im Xetra-Chart war ja hier die Stop-Sell-Marke, lag hier oben. Und da das Kursziel eben knapp unter der 10.100er Marke, wobei eben im CFD-Bereich, das wurde ja auch gestern klar so beschrieben, lag die Marke bei 10.130. Also es ist halt immer auch so, man kann es ja, man muss nicht ganz separat betrachten, aber man könnte jetzt halt auch hier jeweils die Position splitten, einmal im eher CFD-Bereich schauen, das was der Future macht und natürlich nur der Xetra-Handel, der um 17.30 Uhr, erst um 9 Uhr beginnt und um 17.30 Uhr dann schließt. Die Charts sehen schon ein bisschen anders aus, weil hier auch dann die EMAs woanders verlaufen. Jedenfalls die längerfristigen, also die höherwertigen. Ein Ausblick, ja, wird es erst morgen vor 9 Uhr geben, jetzt hier. Wäre aber auch schon gestern im Prinzip hier besprochen, finde ich eine. Hier hat er ja schon bei bis ist er schon bis 10.200 gestiegen. Auf Xetra liegt die Marke eben ein Stück höher. Also hier wäre jetzt nur zu nennen 4 Stunden Schlusskurs, also im Future-Bereich über 10.280 wäre definitiv ein bullisches Zeichen. Temporäre darf es theoretisch kurz drüber steigen, aber hier im Idealfall dreht auch der Markt schon bei 10.260 wieder nach unten und versucht hier nochmal was unten abzuarbeiten. Aber im Gegensatz zum US-Markt oder zum Nasdaq braucht hier der DAX nicht unbedingt noch ein neues Tief machen. Zu schön ist eben jetzt auch, wenn man hier die Kerze sieht, ja, an dem Unterstützungsbereich, beziehungsweise im Xetra-Handel wurde ja auch die Marke angelaufen. Also sind die eingezeichneten Korrekturziele erreicht worden. Mehr muss er erstmal nicht machen. Auch hier im 4-Stunden-Chart wäre nur gewesen, hier oben anzulaufen und dann hier runter. Das abzuarbeiten passt. Also man muss hier mehr auf die US-Märkte schauen. Sonst gibt es die Rocket Internet, hat hier nochmal ein temporäres Tief gemacht. Das kann man jetzt hier auch nochmal weiter rüberlagern. Wenn man jetzt hier, sag ich mal, den Trendkanal hier nimmt, dann wird es auch hier im Prinzip mit einer schrägen Schulterkopfschulter, ich bin ja absolut kein Fan, aber wenn man es einfach so sehen mag, ja, passt es auch und würde auch dann hier mit dem EMA Tagesschlusskurs über dem EMA 50 wäre dann hier höchstwahrscheinlich wirklich ein Kaufsignal. Sonst ist alles ein antizyklisches Einstieg, wo nicht unbedingt eine Ausbruchsmarke benannt werden kann und muss. Das war's. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.